Wir schauen uns an, welcher Job gehört zu wem. Fritz Meinecke und Ed Max Match the Studio. Rein in die OLGER. Let's go. Hattest du schon mal eine Waffe in der Hand? Nein. Kommt drauf an, was du als Waffe bezeichnest. Dave, hinter der Kamera lacht sich hier nämlich schon richtig einen ab. Oh mein Gott! Einen schönen guten Morgen aus der JVA. Jetzt gehen die Psychospielchen, das gefällt mir. Herzlich willkommen zurück zu The Studio Match. Wir haben 6 Personen mit sehr unterschiedlichen Jobs eingeladen. Fritz Meinecke und Max versuchen durch ein kurzes Gespräch die Jobs richtig zuzuordnen. Das Format habe ich nicht verstanden. Dabei ist alles möglich und nichts ist so, wie es vielleicht scheint. Achtung, Obacht, es ist alles anders, als ihr denkt. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen... Hallo, bin ich hier bei Knossi? Nein, bist du nicht, aber hier wird auch geschrien! ...nach oben dazulassen und den Kanal zu abonnieren, um keines der kommenden Videos zu verpassen. Okay, also wir haben als allererstes einen Manager oder eine Managerin im Fußballclub. Postbote oder Postbotin. Beschäftigt bei der Bundeswehr. Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin. Okay. Drag Queen oder Drag King. Kaufmann, Ich bin Drag King. Frau im Baumarkt. Alles Fragen, außer was der Job ist, oder? Ganz genau. Chat, was haltet ihr davon, wenn ich morgen auf eure Straftaten reagiere und ich euch helfe, gemeinsam mit Christian Solmecke oder Herr Anwalt eine anständige Verteidigungsstrategie herauszufinden, damit ihr nicht ins Gefängnis kommt? Eieiei. Hallo. Hi. Erster Eindruck, Yoga-Lehrerin, sehe ich irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Hi, Fritz. Hi, Lara. Generell kann ich dir erstmal vertrauen, ne? Also das, was ich jetzt frage, wirst du da die Wahrheit sagen oder mich anlügen? Absolut. Was ist das für ein Schuh? Absolut gelogen. Schluss? Ich habe einen Bachelor of Arts. Logischerweise muss man nicht in einem akademischen Beruf arbeiten, nur wenn man eine akademische Ausbildung hat. Und würdest du sagen, dass der Beruf, den du hast, schon ein Traumberuf ist von dir? Ja. Ich glaube, sie ist Yoga-Lehrerin. Absolut. Wie alt bist du? Ich bin 24. Und wie lange arbeitest du da schon? Seit knapp 1,5 Jahren. Bist du sportlich? Ja. Interessierst du dich für Fußball? Mein Papa hat früher immer Fußball geguckt und dann hat man am Wochenende natürlich irgendwie immer mal mitgeguckt. Oh, Fußballclub-Managerin könnte sie auch sein. Was sind deine Hobbys? Ich treffe mich gerne mit Freunden, gehe gerne ins Restaurant, wenn man irgendwann wieder kann, mache ein bisschen Fitness, genau sowas. Muss ich mich jetzt final schon entscheiden? Ja. Ich muss jetzt schon entscheiden? Ja. Aber ich kann mich nachher nicht nochmal umentscheiden. Dann bleibt ja zum Schluss nur noch eins übrig. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeschmissen gerade. Ich bin auch voll geschissen gerade. Warst du schon mal Klassensprecherin? Nee. Nee. Könntest du dir auch nicht vorstellen? Nee. Ich war eher der Klassenclown. Fußballclub, Baumarkt, Drag Queen King, Bundeswehr, Postbote, Yoga-Lehrerin. Ich würde sagen, sie ist Yoga-Lehrerin. Dann bleibe ich bei meiner Yoga-Lehrerin, weil du machst das parallel zum Studium und mein erster Eindruck war bestimmt richtig. Es wurde mir aber nicht gesagt, dass das hier so auch gleich Pistole auf die Brust. Pistole auf die Brust. Wie heißt du? Michelle. Okay, Michelle. Wie alt bist du? 23. Michelle, Michelle, Michelle. Schon mal ein Regal von einem großen schwedischen Möbelhaus aufgebaut? Nee. Noch nie? Nee. Würdest du sagen, ist so deins? Nee, oder macht immer mein Freund. Wie stehst du zu Briefen? Ja, sind eine schöne Sache, wenn es keine Rechnungen sind. Blitzer, Finanzamtmahnung, Blitzer gehen raus. Du hast so ein postgelbes Oberteil an. Würdest du sagen? Interessant. Jeder Mensch, der gelb trägt, ist also Postbote. Mhm, Max, ja, ja, ja. Dein Beruf ist ein Traumberuf von dir? Ja. Bundeswehr sehe ich vielleicht auch bei dir, muss ich sagen. Ich versuche natürlich jetzt irgendwie Fragen zu stellen, die natürlich nicht den Beruf an sich erklären, aber die vielleicht ein bisschen darauf abzielen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel gerne Natur ist oder so, würde ich sagen, Bundeswehr könnte vielleicht hinkommen. Ja? Aber es ist halt auch ein Traumberuf. Traumberuf. Ja, ich bin zwischen Bundeswehr und Postbotin. Dave hinter der Kamera lacht sich hier nämlich schon richtig ein ab. Kennst du das französische Wort Biwak? Nee. Biwak. Du bist für mich aber die Postbotin. Es passt, es muss einfach passen zur Farbe Postbotin. Alter, die machen ja alles falsch. Hallöchen, wie heißt du? David. Ich bin der Max. Weiß ich. Okay. Ich kann dir vertrauen, wenn ich dir Fragen stelle? Nö. Oh, die Nummer. Ich finde, man merkt, du legst Wert auf dein Äußeres. Ich glaube, er ist Drag Queen. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass du meine Drag Queen bist. Probieren wir jetzt mal eine andere Taktik. Kann ich mir auch vorstellen. Arbeitest du im Baumarkt? Du weißt schon, dass das so nicht funktioniert.
Oh, und? Oh! Jetzt gehen die psychischen Spielchen los, das gefällt mir. Nein, ich mach's schon ziemlich ehrlich, okay, aber okay. Nicht gerade. Was ist deine Lieblingsfarbe? Schwarz. Schwarz? Wie die Farbe deiner Seele? Und meines Herzens. Der ist sicherlich Postbote. Okay. Hattest du schon mal eine Waffe in der Hand? Kommt drauf an, was du als Waffe bezeichnest. Ist es Leidenschaft, was du verspürst bei deinem Beruf? Leidenschaft nicht, aber ich mach's gern. Magst du Bieber? Justin oder das Vieh? Das Vieh. Ich hab nichts gegen Bieber. Okay, wenn ich einen 10er Dübel versenke, wie viele Millimeter muss dann die Schraube haben? Ich weiß genau, worauf du raus willst, ne? So einfach machen wir's dir nicht. Gut, okay, ich hab mich entschieden. Baumarkt. Ich gehe wirklich nur mit den ersten Eindrücken und du bist meine Drag Queen. Glaube ich auch. Das wünschst du dir. Ja, wer weiß. Fritz bin ich, hallo? Tino. Tino, wie alt bist du? 19, 20. Ich bin 20 geworden jetzt. Tino, mach ganz ruhig, ja? 19, 20. Ist schon die erste Lüge jetzt quasi gewesen. Ja, kann ich dir vertrauen? So nicht so ganz. Aber ich kann dir vertrauen? Zwischendurch mal. Zwischendurch kann ich dir vertrauen? Ja. Noch 3 Jobs, die ich übrig habe. Bundeswehr schließe ich aus irgendeinem Grund wieder direkt aus. Spielst du gern FIFA? Ich glaube, die erste ist Bundeswehr, die zweite war Baumarkt und die dritte war Drag Queen und er ist... Nee. Als was hast du dich im Kindergarten... Er ist Postbote. ...verkleidet zum Fasching oder Karneval, wie auch immer man das nennen möchte. Ich glaube immer irgendwie Zorro oder so. Ich glaube, ich habe schon Fehler drin, aber hier passt nichts. Ich gehe wirklich jetzt nur mit meinem Gut-Feeling. Du bist mein Kaufmann. Bringst du dich gern körperlich mal an deine Grenzen? Kommt drauf an. Sporttechnisch, sage ich mal? Mal so, mal so. Kannst du dich jemandem unterordnen? Es geht. Sagt dir, Bosnien mit Ja oder Nein, Melbourne, der Begriff FWDL etwas? Ja. Oh, Bundeswehr vielleicht. Ja, ich mach aus dem Bauch aus. Beschäftigter bei der Bundeswehr. Bist du jemanden grüßen? Freunde, Familie? Tag. Ich habe jetzt 2 Sachen noch. Das heißt, wenn ich jetzt frage und mich entscheide, findet ja bei der letzten Person irgendwie keine Interaktion mehr statt, ne? Er könnte auch Yoga-Coach sein. Also ich muss mich jetzt entscheiden. Ich bin der Max, wer bist du? Mika. Ja, ich habe noch beschäftigt bei der Bundeswehr und er ist Manager. Ach Mann, ich bin komplett verwirrt, ich weiß es überhaupt nicht, ich weiß gar nichts mehr. Im Fußballclub. Sag mal rechts oder links? Links. Du willst also eine Drag Queen sein? Nee, aber das war meine erste Intuition. Links. Ja? Ja. Hattest du schon mal eine Waffe in der Hand? Ja, ja. Okay, du sagst ja. Aber ich komme vom Dorf, also. Du bist vom Dorf, ja. Er könnte auch Bundeswehr sein. Stehst du auf Anime? Semi. Was ist dein Lieblingssportart? Beim Bund sind Animes verboten. Richtig schlechte Frage. Skaten, Snowboard, BMX, sowas. Ja, ja. Sehr sportlich, Bundeswehr. Wie haben deine Eltern darauf reagiert, als du den... Ich weiß überhaupt nicht, Alter, ich verstehe es nicht. Hi, ich war gerade bei Knossi, aber du bist lieber. Absolut richtig, natürlich, klar. Absolut, nein, das ist absolut richtig. Ja, ganz genau, klar doch. Wenn du gesagt hast, was du beruflich machst. Ja, mach. Ist okay. Das ist schwierig. Also man muss dazu sagen, ich muss mich entscheiden zwischen Fußballmanager und Drag King. Damit bist du mein Beschäftigter bei der Bundeswehr. Ist klar. Das ist mies, ist echt mies. Ich sag einfach Drag King. Danke. Danke. Dann bleibt nur noch eine Person übrig. Wie heißt du? Noah. Da brauche ich ja jetzt eigentlich keine Fragen mehr stellen. Und du bist Fußballmanager? Er ist Yoga-Teacher. Brauch dich gar nicht viel fragen. Spielst du Ich glaube, er ist Yoga-Teacher. Oh mein Gott! Fußballmanager? Fußballmanager ist der mit dem Tattoo, glaube ich. Würde ich doch, finde ich, würde... Der ist mir fällt gerade was ein. Wäre das jetzt, mal abgesehen, ob du es bist oder nicht, wäre es ein geiler Beruf so? Fußballmanager? Ah, ja, es ist... Oh, bin ich er ist der Yoga-Teacher. Ich habe irgendjemand vorhin so einen Tennisball zugekickt und das warst, glaube ich, du und du konntest ihn nicht zurückschießen. Spielst du kein FIFA? Nein. Ja, weil du es lieber im echten Leben machst, ne? Hast du BWL studiert? Ohne Dankeschön, Kuss. Nein. Krass, ist echt der Fußballmanager. Ja, ich habe ja auch keine Auswahl mehr, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall richtig. Da haben wir den Fußballmanager enttarnt, ohne ihn Fragen zu stellen. Meine ganze Illusion ist gerade in sich zusammengefallen, weil ich dachte, ich hätte alles richtig gemacht. Schade. Was glaubst du, wie viele der 6 Berufe du richtig zugeordnet hast? Ich sag alle. 3 von 5 habe ich richtig, weil... Es sind aber 6. Oh. Ich sag, ich habe 2. Dann habe ich 4 von 6 richtig. Okay, danke. Hier kommt die Auflösung. Boah, ich bin wirklich aufgeregt. Du kannst deine Augen wieder aufmachen und dich umdrehen. Oha! Alter! Oha! Alle Personen tragen ihr richtiges Arbeitsoutfit, halten aber deine Zuordnung in der Hand. Okay, das ist also... Also, Yoga-Teacher habe ich gesagt. Fußball-Club-Manager habe ich auch gesagt. Dass ich bunt habe, habe ich auch gesagt. Habe ich gesagt.
Sie ist die Kauffrau im Bund. Die Fußballmanagerin? Im Einzeldings. Schätze ich Baumarkt. Mal, ja. Mhm. Baumarkt ja. Wahrscheinlich, okay. Ah, sie ist Baumarkt. Überraschung. Ja. Er ist Postbote. Ach, ich bin komplett verwirrt, Mann. Ja, ja. Wieso tragen nicht einfach alle Camouflage? Dann wäre es viel einfacher. Ich glaube, die Drag Queen habe ich richtig ausgewählt. Sieht sehr gut aus. Gib doch zu, dass wir uns schon kannten. Ja. Nein. Doch. Ich hab sie und Max auch schon mal gesehen. Auch glitzert das so richtig? Oh, nee, das leuchtet alles. Nicht. Sieht sehr cool aus. Bundesländer kommen ein, richtig? Okay, krass. Dieses Realisieren, du drehst dich um und siehst ja im ersten Moment gar nicht, wer ist jetzt wer. Man ist kommt. Du bist erstmal völlig überfordert und raffst gar nicht. Ja, doch, sie ist sehr sportlich. Baumarkt passt auch komplett. Drag Queen sowieso, das passt. Yoga-Lehrer habe ich direkt erkannt. Die hat mir einen Yoga-Lehrer-Vibe gegeben. Aber hier steht keiner. Seht ihr das, Chat? Hier ist keiner. Hier ist irgendwie nur ein Schild. Alles falsch. Ja. Die zweitwichtigste Frage, die ich mir stelle, wo kommen diese Brüste her? Ja. Und anfassen erwünscht. Ja. Komm, wie schüchtern. Die beißen nicht. Wie hättet ihr... Sind das echte Brüste? Ja, schreibt mal die Liste in die Kommentare. Oder ja. Ob wir völlig... Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ihr seid zumindest genauso verwirrt wie... Wo kommen die Brüste jetzt her? Wir jetzt gerade sind. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Abonniert diesen Kanal unbedingt. Ihr dürft kein Video verpassen, denn sie machen sehr, sehr viel Spaß und sind sehr gut. Daumen nach oben und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Vielen Dank euch. Alles klar.